Mir zu Gast Markus Liedtke. Markus, heute wirklich sehr voll hier. Ich weiß nicht, ich habe das Gerücht gehört, 600, 700 Kämpfer. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit eins der größten oder das größte Turnier hier in Deutschland. Ich habe die Zahlen nicht. Ich glaube, du bist da besser informiert. Was läuft hier gerade? Wir haben es gerade vor einer Stunde durchgesagt. Kipp hatte die Zahlen durchgegeben. Mit über 700 aktiven Teilnehmern ist die Naga in Dortmund das größte europäische Naga-Turnier, was es bis jetzt gegeben hat. Und da sind wir super stolz drauf. Ich habe mich vorhin schon mit den Athleten unterhalten. Ihr habt Gäste hier aus Brasilien, Abu Dhabi, England, Frankreich, aus den ganzen europäischen Nachbarländern. Was denkst du drüber? Macht das einen stolz, so ein Turnier hier auf die Beine organisiert zu haben? Auf jeden Fall. Ich kann mich auch nur bedanken bei allen Partnern, die mitgeholfen haben. Das Naga-Team, was auch aus den USA rübergekommen ist, macht einen super Job. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Auch im Vorfeld die Promotion, was wir zusammen gemacht haben, ob es mit der DGL war, angefangen auf der FIBO, die Promotion, die wir gemacht haben, hat alles dazu geführt, dass das Turnier europaweit richtig gut noch angenommen worden ist. Und man sieht, die Naga wächst immer weiter in Europa. Und das ist ein tolles Gefühl. Ich war ja hier mit beim Aufbau und habe ja gesehen, ihr habt hier 10 Mattenflächen. Nachher bei den Videos und bei den Kämpfen werden das ja die Zuschauer sehen. Ihr habt das hier alles aufgebaut. Wie kann man sowas steigern? Was habt ihr noch in der Zukunft vor? Also wir nutzen heute für das Turnier schon sogar die 12 Kampfflächen. Ach, nicht 10, genau. Wir müssen 12 nutzen, weil so viele Personen da sind. Wie kann man das steigern? Die Halle ist bombevoll und wir können höchstens auf eine größere Halle noch gehen. Hier auf der Westfalenhalle, auf dem Gelände, haben wir alle Möglichkeiten, um das weiter zu steigern. Möglicherweise müsste man 2 Tage machen, so wie jetzt die Naga auch nach Birmingham im August geht. Gi an einem Tag, No-Gi an einem anderen Tag. Dann kann man das weiter steigern. Ansonsten weiß ich nicht, wie man es noch weiter steigern könnte. Wir sind top zufrieden. Ich kenne dich ja auch privat. Du investierst ja auch sehr viel, sage ich mal, persönliche Ambitionen in diese ganze Thematik. Hast ja auch ein Versandhaus, ein Equipment. Wie sagt man dazu? Die Maximum Martial Arts, genau. Arbeitet ja für Marken wie Century im Kampfsportbereich oder auch Dollarmuir, die ja die Mattenausrüster für die Naga weltweit sind. Und da arbeitet man sehr eng zusammen, weil auch in den USA die Naga mit Century und Dollarmuir sehr eng zusammenarbeitet. Und das passiert in Europa genauso. Ja. Bekommt man da irgendein Feedback? Definitiv. Also es ist so, dass unsere Kooperation hier in Deutschland und für Europa zwischen meinem Unternehmen und der Naga und Dollarmuir genauso lang existiert und zwischen Century wie in den USA. Also auch in den USA ist zwischen Century und der Naga das relativ frisch, genauso wie bei uns. Und aus den USA, die sind auch mächtig stolz darauf, dass wir diese Partnerschaft genauso hier in Europa versuchen umzusetzen. Durch die Zusammenarbeit von der persönlichen Zusammenarbeit zwischen DGL und Century und Maximum Martial Arts habe ich sehr viele Anfragen auf Facebook, ob ich da irgendwas tun kann, ob ich die beraten kann. 1000 mögliche Fragen. Es ist ja durchaus möglich, sich über Facebook dich persönlich zu kontaktieren, damit man, wenn man so Anfragen hat, Tipps und Tricks haben möchte, es ist kein Problem, dich natürlich persönlich anzuschreiben, oder? Nein, auf jeden Fall. Also ich habe auch jetzt im Vorfeld zum Turnier versucht, alle Anfragen auf Deutsch und auf Englisch persönlich zu beantworten. Nachts um 3, 4 Uhr sitzt du da noch und schreibst jemanden zurück. Und wenn jemand Fragen hat zu den Dollarmuir-Sportmatten oder zu den Produkten, kann er mich gerne immer auf unserer Facebook-Seite von century-euro.eu anschreiben. Und alle Leute, die in der DGL organisiert sind, wissen, sie können dich ansprechen und dann gibst du das an uns weiter und das ist auch eine tolle Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses kleine gemütliche Interview. Sehr gerne. Noch viel Erfolg. Hat wirklich Spaß gemacht, hier zu sein. Herzlichen Glückwunsch sage ich nur dazu. Dankeschön. Danke an die DGL und danke an Brown & Pound.